Ja, das ist mir jetzt egal. Ich habe ein Skymark Schiff 511. gesehen. Da haben wir eins. Und da war da nicht noch irgendwo eins viel größer? Hier direkt aus dem Hafen raus. Ein freudiges Hallo an alle Interessierten. Wir befinden uns hier gerade in Tower 3D Pro und Tokyo International Airport. Der DLC ist gerade rausgekommen. Das heißt, gerade ist gelogen, das ist auch schon 2 Tage her. Habe ein bisschen mit mir gehadert, ob ich tatsächlich nochmal ein DLC zum Vollpreis kaufen möchte. Habe mich dann aber dafür entschieden und ja, möchte euch einmal mitnehmen. Der DLC ist installiert, Real Traffic ist up to date, Real Color ist ebenfalls installiert und ja, gestartet habe ich ihn noch gar nicht. Das wollte ich gern mit euch zusammen machen. Mal schauen, was uns dort erwartet. Wir werden mal die Runways 3-4 rechts und 3-4 links aufmachen. 7 Uhr sollte nicht ganz so busy werden. Wir müssen ja nicht gleich beim ersten Blick auf den Airport uns einen Haufen Minuspunkte einhandeln hier. Zumal ich die meisten Airlines auch überhaupt noch nicht kenne und ja, erstmal ein bisschen reinfühlen muss. Null Prozent ist nicht ganz so vielversprechend. Wollen wir, jetzt legt er los, sehr gut. Der Tokyo International Airport bzw. Tokyo Haneda ist der fünftgrößte der Welt, glaube ich. Hinter Atlanta, Peking, Dubai und ich meine Los Angeles müsste dann kommen, was das Tower, Verkehrsaufkommen Japan Air anbelangt. 623 requesting push and start. Ja, Japan Air, wir kümmern uns gleich um dich. Wollen wir erstmal pausieren und uns ein bisschen einrichten. Ganz so groß brauchen wir das hier nicht. Wollen wir mal schauen. Können euch mal hier rüberschieben. Das kann dahin. Ja, vielleicht ein Ticken größer. So kann man doch damit arbeiten. Aber den werden wir uns erstmal ausblenden, damit wir mal einen Blick haben, auf was uns hier erwartet. Wo war ich? Der fünftgrößte Flughafen. Der drittgrößte müsste es in Asien sein, nach na, Peking und Dubai. Und wollen wir doch einmal einen Blick riskieren. Erstmal haben wir hier den Mount Fuji, der in der Realität allerdings nicht ganz so spitz ist, aber wenigstens ist er da. Das heißt, das hier drüben stellt entweder den Stadtkern von Tokio dar, was ich aber nicht glaube. Tokio müsste tatsächlich eher da liegen. Und das müsste Ota sein. Warum es hier nur so überall so kleine Häuschen gibt, das weiß ich nicht. Das ist eine Designentscheidung, die muss man die Entwickler fragen. Flughafen selber schaut soweit ganz nett aus. Klar, wir haben diese Satellitenbilder hier, diese Autos, aber alles ist besser als dieser super saubere, aufgeräumte Paris DLC. Der zwar eine Menge Spaß macht, aber hübsch aussehen tut er nicht, finde ich. Hier haben wir den Terminal 1, der Domestic Terminal. Und wie wir sehen, wird es mal wieder bunt. Keine Ahnung, was die schwarzen Flugzeuge hier sind. All Nippon haben wir da, All Nippon haben wir hier. Hier drüben, das müsste der Wartungsbereich für All Nippon sein. Der Wartung und Reparatur. Die Hallen,
oder Gebäude hier vorne, was die sind, weiß ich nicht. Das ist der Terminal 2. Hier werden wir vermutlich auch ein paar All-Nippon-Flüge haben. New Sky müsste von dort fliegen. Dann, wenn wir uns weiter umsehen, das, was vermutlich OTA ist, Haneda ist, soweit ich weiß, Stadtteil von OTA. Dann müsste das hier der GA-Bereich sein. Die Panda Flight Academy müsste dort vermutlich sein. Das heißt, dann eigentlich müsste hier noch Wasser langlaufen. Dann müsste dahinter die das All Nippon Training Center sein. Ich weiß nicht, ob da das tatsächliche Training Center ist oder nur die Geschäftsstelle. Das müsste man eventuell nochmal googeln. Oder eine andere Suchmaschine der Wahl benutzen, zum Beispiel Quant. Was haben wir noch? Gehen wir mal davon aus, dass es OTA, dann ist dort in etwa müsste dann der Wholesale Market sein, der ein großer Fischmarkt, wo es einen Haufen Fisch und Meeresfrüchte gibt von allem, was hier so im Ozean zu finden ist. Und was natürlich sofort auffällt, ist, dass wir hier in der Ferne eine ganze Menge nichts sehen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Kommen wir gleich nochmal zu. Gut, wenn das OTA ist und hier irgendwo Stadtkern von Tokio, dann müsste hier vermutlich irgendwo Kawasaki sein. Und hier, vielleicht auch Kawasaki da und dort dann Yokohama. Wenn ich falsch liege, seid bitte so frei und korrigiert mich. Das ist der internationale Terminal, den es noch gar nicht so lange gibt. Hier der internationale Cargo-Bereich, wo All Nippon Cargo in der Regel abfliegen wird, aber so viel Cargo wird es nicht geben. Das hauptsächlich geht alles, was an Fracht ist, zu Tokio. Na, wie heißt er? Tokio Narita. Hier vorne müsste dann die Quarantänestation für die Tiere sein. Vermutlich. Oder hier. Oder da. Irgendwo hier auf jeden Fall. Wollen wir uns damit nicht aufhalten. Dann haben wir unsere Runways. Dort vorne 05. Hier die 34 rechts. Dort 34 links. Und die 04 startet dann von da. Von der anderen Seite ist das denn die 22 und das müsste die 23 sein. Und hier, was mir nicht so gut gefällt, das viele nichts. Eigentlich müsste hier noch überall Landmasse sein, mit ein bisschen Gebirge. Dort, wo die Sonne gerade aufgeht, vielleicht ein bisschen weiter rüber, hier so. Der Blick müsste von hier eigentlich frei sein. Dort liegt das Disneyland in Tokio mit Disney Sea und den Resorts. Nebenan eine riesengroße Sportanlage. Ein bisschen weiter rüber ist dann der, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, war Kasu Golfplatz oder sowas. Aus so einem kleinen Ausläufer vom Festland. Das sieht man vom Flughafen aus, aber glaube ich nicht. Davor ist dann so eine große Mülldeponie, so eine künstliche Insel, die aufgeschüttet ist mit verbranntem, also mit Asche vom verbrannten Müll und irgendwie sowas. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die ein großes Wasserbecken, wo dann auch irgendwie Müll reingekippt wird und das wird irgendwie recycelt und keine Ahnung. Und dann ja, am Ende verbrannt und ist auf jeden Fall irgendwie so eine künstliche große Insel. Und von dieser künstlichen Insel rüber nach, ich meine Wakasu ist es, da ist dann die Tokyo Gate Bridge. Ja, die hätte ich gerne hier noch irgendwo gesehen, obwohl sie tatsächlich, glaube ich, auch verdeckt wäre.
Na, das heißt eigentlich, diese Müllinsel ist ja nicht, hat ja nicht wirklich viel hohe Gebäude. Eigentlich könnte man sie da sehen. Wäre in der Nacht vielleicht ganz nett, die ist dann nett beleuchtet. Und wenn wir da, ja, wer weiß, vielleicht, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit rechts. Alles, was ich gesagt habe, schieben wir mal hier ein bisschen weiter links rüber. Und was wird, ist das ein Schiff? Da fährt ein Schiff, oder? Das ist ja cool. Okay. Wenig Land, dafür Schiffe. Mal schauen, ob wir irgendwann noch mal ein zweites entdecken hier. Hier haben wir einen Hafen. Das ist doch ein fahrendes Schiff. Verrückt. Ja, wenigstens etwas. Gut, wollen wir uns aber nicht weiter mit der Umgebung aufhalten. So ganz so wichtig ist es ja auch nicht. Viel interessanter ist ja, wie sich der Flughafen spielt. Wie die genauen Prozeduren auf dem Flughafen Tower, sind, weiß ich Omicron selber nicht. 411 requesting push and start. Das, was ich gesehen habe, ist, dass viel, was an ankommenden Flügen ist, über die 34 rechts, reinkommt. Ein paar über die 34 links. Ganz, ganz viel geht raus über die 05. Und einige Flüge dann auch von der 34 hier rechts, so ab der Mitte hier etwa, ab Charlie 5. Ich glaube, das werden wir auch so machen. Was wir rüberschieben können auf die 05, das werden wir versuchen. Also besonders das, was hier vorne so ist. Und wenn irgendwas Sinn macht, auf die 34 rechts zu schicken, dann machen wir das. Das Schedule ist das Real Traffic Schedule, also kein Custom Schedule. Und dann schauen wir mal. Viel ankommende Flüge sind so früh morgens nicht zu erwarten. Und mal sehen, wie geschäftig das wird. Mal ein bisschen weiter reinzoomen hier. Mal die Action Cam anmachen. Und dann wollen wir mal, na, Knoten in der Zunge, wollen wir einmal ein paar Flugzeuge losschicken. All Nippon 411, Pushback approved. Nein, Philippinen wollen wir nicht. All Nippon 411, Pushback approved. Expect Runway 05 via Echo. Ground 05 via Echo, Pushback approved. All Nippon 411. Das läuft ja. Japan Air 623, Pushback approved. Expect Runway 05 via Alpha Yankee. Ground 05 via Alpha Yankee, Pushback approved. Japan Air 623. Wie gesagt, für irgendwie ein richtiges Gameplay-Video, da muss ich mich nochmal ein bisschen schlau machen, wie tatsächlich die Flugzeuge hier bewegt werden. Ich weiß, dass es verschiedene Prozeduren gibt, was die Anflüge und Abflüge anbelangt, je nach Tageszeit. Vermutlich auch damit begründet, dass hier außenrum natürlich ein Haufen Tower, Menschen wohnen. New Sky 89er requesting push and start. Und da je nach Tageszeit nur verschiedene Prozeduren gibt, wie angeflogen werden darf. Morgens auf jeden Fall ist es halt viel über die 34 rechts, was reinkommt. Und raus geht es über die 05 und die 34 rechts. Aber wie es mittags, nachmittags, abends ist, das weiß ich noch nicht. Und je nach Tageszeit gibt es dann halt verschiedene Prozeduren, je nach Windbedingungen. Ground, SMJ. all Nippon 411 Wer ist ready to taxi. SMJ? Bist du New Sky? Ground, Japan Air 623 ready to taxi. Gebt mir eine Sekunde, das muss ich einmal kurz nachschauen. Ja, New Sky ist das. New Sky 89er, Pushback approved, expect runway 05. Und Ground, 05 pushback approved. bitte so New dahin Sky fahren, wie 89er. es dir am besten passt. Keine Experimente hier machen. All Nippon 411, continue taxi. Continue taxi, all Nippon 411. All Nippon 293, pushback approved, expect runway 05 via Yankee. Tower, all Nippon 293 requesting push and start. Japan Air 623, continue taxi. Yep, das war mal nix. Ground
Japan Air 623, continue taxi. All Nippon 2903. Tower. Japan Air 623, push. Na, jetzt Tower. Geht's aber los hier. Drei Flugzeuge und ich werde schon nervös. Japan Air 623, continue taxi. Continue taxi Japan Air 623. So, warum er da unbedingt auf die Whiskey 1 geht. Er wird schon wissen, was er tut. So, wollen wir nochmal ganz kurz einen Blick riskieren, ob tatsächlich das Schiff da durch die Gegend... Ja, und wie das tut. Okay, das ist schon mal cool. Schiffe habe ich bisher noch nicht gesehen in Tower 3 Depot. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Es entschädigt ein bisschen für das Fehlende drumherum. Und da ist auch noch ein Schiff. Oh mein Gott, ich sehe mich schon einen halben Tag hier Schiffe gucken, anstatt tatsächlich ein Flugzeug loszuschicken. So, was haben wir? Die 411 ist unterwegs, Japan Air ist auch unterwegs. All Nippon 293, continue taxi. Continue taxi, all Nippon 293. New Sky 89, continue taxi. Japan Air 641, pushback approved. Expect runway 05, via Yankee. Ground 05 via Yankee, pushback approved. So, Japan Air 641. Das müsste eine Skymark sein. Skymark 511, pushback approved. Expect. Oder auch nicht. Skymark 511. Pushback approved. Expect runway 34 right at Charlie 5 via Charlie. Ground 34 right at Charlie 5 via Charlie. Pushback approved. Skymark 511. Tower. New so, Sky 3731 requesting noch ein push and start. Warten. Tower. New Sky 3751 requesting push and start. Und du musst auch noch ein bisschen. Das heißt, wir können ihn auch über Alpha schicken. New Sky 89er. Runway 05, taxi via Whiskey 4 Alpha. Runway 05, taxi via Whiskey 4 Alpha, New Sky 89er. Ground, Japan Air 641 ready to taxi. Na, funktioniert das? Jawohl. New Sky 3751, pushback approved. New Sky 3751, pushback approved. Expect runway 34 right at Charlie 5 via Golf. Ground, 34 right at Charlie 5 via Golf, pushback approved. New Sky 3751. So. Tower. Starflyer 41 requesting push and start. Das finde ich hervorragend, dass sich ein Starflyer hier meldet. Ich wollte gerade fragen, was zum Geier ist denn SFJ? Starflyer 70, runway 34 left, clear to land. Runway 34 left, clear to land, Starflyer 70. Ground, Skymark 511 ready to taxi. Skymark 511, continue taxi. Continue taxi Skymark 511. So, ihr seid unterwegs. All Nippon 411, runway 05, line up and wait. Runway 05, da line up and wait. Da der auf der 34 links Ground. Landet, sollten wir mit der Startoffe 05 keine Probleme kriegen. Japan Air 641, continue taxi. Japan Air 641, continue taxi. Continue taxi Japan Air 641. So, die Voice Recognition ist noch nicht ganz so super. Vermutlich werde ich da nochmal den Tower, Hong Kong Shuttle 6, das ein oder andere Callsign mal einfach irgendwie in einem Editor oder so in irgendeinem Dokument irgendwie einfach nochmal ein paar Mal durchsprechen, dass die Spracherkennung auch die neuen Callsigns alle gut erkennt. Tower, HKE ist Hong Kong Shuttle, glaube ich. Ich müsste mal ein bisschen mehr zuhören, was sie mir erzählen. Hong Kong Shuttle 625, pushback approved. Expect runway 34 right at. Du kannst auch eigentlich von der Charlie 5, so groß bist du nicht. Hong Kong Shuttle 625, pushback approved. Expect runway 34 right at Charlie 5 via. Lima 3, Hotel 1 Golf. Unable to take off from this runway. The runway is too short for takeoff Hong Kong Shuttle 625.
Tower, 024711 requesting push and start. Was meinst du denn, wie groß du bist? Na gut, dann schicken wir dich auf die C1. Hong Kong Shuttle 625, pushback approved. Expect one way 34 right at Charlie 1 via Lima 2, Alpha 2, Alpha. Ground 34 right at Charlie 1 via Lima Kilo Alpha 2 Alpha pushback approved. Ja, wo das Kilo herkommt, weiß ich jetzt allerdings nicht. Skymark 703, pushback approved. Expect runway 34 right at Charlie 5 via Charlie. Ground 34 right at Charlie 5 via Charlie pushback das approved. Das haben wir schon mal. Skymark 703. New Sky 3751, continue taxi. Continue taxi New Sky 3751. So, der geht dahin, dann können wir die auch schon mal zurücksetzen lassen. New Sky 3731, pushback approved. Oh, New Sky 3731, push. Bist du kein New Sky? Doch. New Sky 3731, pushback approved. Expect runway 34 right at Charlie 5 via Whiskey Golf. Ground 34 right at Charlie 5 via Whiskey Golf, pushback approved. Starflyer 41, pushback approved. Expect runway 34 right at Charlie 5 via Golf. Tower, Japan Air 901 requesting push and start. Ground 34 right at Charlie 5 via Golf, pushback approved. So, Japan Air muss noch ein bisschen warten. Die setzen alle zurück. Haben wir ihn aktivieren können? Ground, Skymark 703 ready to taxi. Müssen wir nochmal beobachten. So. Starflyer war das. Starflyer 70. Taxi to Terminal. Taxi to Terminal Starflyer 70. Natürlich da oben hin. Warum parkst du nicht einfach da? Naja. Skymark 703, continue taxi. Skymark 703, continue taxi. Continue taxi Skymark 703. So, das müsste Tower. Eine Erdo sein. Erdo. Erdo 4711. Pushback approved. Expect runway 34 right at Charlie 2 via Golf Charlie. Ground 34 right at Charlie 2 via Golf Charlie. Pushback approved. Air 24711. So, ein paar Flugzeuge müssen wir langsam mal rauskriegen hier. Skymark 511. Skymark 511. Runway 34 right, line up and wait. Runway 34 right, line up and wait. Skymark 511. Runway 05, cleared for takeoff. Runway 05 cleared for takeoff, all Nippon 411. Ground, Starflyer 41 ready to taxi. So, Hong Kong Shuttle bewegt sich mal so gar nicht. Hong Kong Shuttle 625, pushback approved, expect runway 34 right. Ground, 34 right, pushback approved. Hong Kong Shuttle 625. Dann machen wir so. Skymark 511, runway 34 right, cleared for takeoff. Runway 34 right, cleared for takeoff, Skymark 511. Was wir nochmal schauen können, ist, ob die Custom Commands hier einigermaßen funktionieren. Zum Beispiel die Windangabe beim Line-Up. All Nippon 293, runway 05, line-up and wait, wind is 118 at 1 knots. Runway 05, line up and wait, wind is 118 at 1 knots, all Nippon 293. Das läuft doch wunderbar. Ground, Hong Kong Shuttle 625 ready to taxi. So. Wollen wir schauen, fangen wir hier mal an. Erdo 4711, continue taxi. Continue taxi, Erdo 4711. Erdo? Ich bleib bei Erdo. Dann haben wir einen Starflyer hier. Starflyer 41, continue taxi. Continue taxi, Starflyer 41. Tower, Japan Air 101, der requesting hier push and start. Rein. New Sky 373, continue taxi. New Sky 3731, continue taxi. Da war continue die 1 auf dem Symbol Tower, von Flugzeug. Requesting push and start. Du wirst noch eine Weile warten müssen. Hong Kong Shuttle 625, continue taxi. Wo geht er eigentlich taxi, hin? Hong Kong Shuttle 625. Der geht nach Hongkong, macht Sinn.
Genau heißt der Flughafen, das muss ich einmal nachschauen. Wenn die Webseite laden würde. Da haben wir es. Chiclapcoc International Airport. Wird vermutlich nicht im Ansatz so ausgesprochen, aber so in etwa. Okay, wir verquatschen uns hier. All Nippon 293, Runway 05, right, cleared for takeoff. All Nippon 293, Runway 05, cleared for takeoff. Runway 05, Skymark cleared for 511, takeoff, All Nippon 293. Contact Departure. Ja, das ist Negative. mir jetzt egal. Ich habe ein Skymark Schiff 511. gesehen. Da haben wir eins. Und da war da nicht noch irgendwo eins viel größer? Hier direkt aus dem Hafen raus. Sehr, sehr schön. Dafür hat es sich so schon fast gelohnt. Ich bin begeistert. Okay. Aber man darf halt nicht gern Horizont gucken. Da fehlt einfach meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel. So, jetzt wollen wir hier nochmal ein paar Minuspunkte verhindern. Skymark 511, Contact Departure. All Nippon 411, Contact Departure. Roger, good morning. So. Roger, good morning. Tower, Japan J-Ocean 21 Air. requesting push and start. Japan Air 623, Runway 05, line up and wait. Runway 05, line up and So. wait, Japan Air 623. Dann haben wir New Skies 3751, Runways. New Skies 3751, Runways 34 right, line up and wait. Runway 34 right, line up and wait, New Sky 3751. So, Say er again. macht da sein Ding. Kann auch eigentlich durchfahren. Euch beiden lassen wir da mal sitzen. Die kümmern wir uns jetzt hier nicht. Hongkong Air Shuttle. Nein, Hongkong Shuttle. Hongkong Shuttle 625, hold short of runway 34 right. Hold short of runway 34 right, Hong Kong Shuttle 625. New Sky 3751. New Sky 3751. Runway 34 right, cleared for takeoff. Runway 34 right, cleared for takeoff, New Sky 3751. Skymark 503, runway 34 right, line up and wait. Tower, All Nippon 619 are requesting push and start. Yep. Die sind uns gleich hier. Ja, nein, um die kümmern wir uns jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier nicht 2 Stunden lang spielen. Mal schauen, wer bist du? Auf jeden Fall in einem hübschen Mint oder Blau. Mintblau, gibt es sowas? Man weiß es nicht. Allerdings habe ich keine Ahnung, was für Indikator das ist. J-Ocean. Da bin ich ja mal gespannt. J-Ocean to 1, pushback approved. Ja, yep, das war schon mal nix. J-Ocean to 1. J-Ocean to 1, pushback approved. Expect runway 34 right at Charlie 4. Ground 34 right at Charlie 4, pushback approved. Sehr schön. J-Ocean to 1. So, solltest du nicht ein Lineup machen? Skymark 703. Runway 34 right, line up and wait. Runway 34 right, line up and wait, Skymark 703. So, dann schicken wir noch Japan Air in die Luft und dann soll es das auch für den Moment gewesen sein. Japan Air 623, Runway. Japan Air 623, Runway 05, cleared for takeoff. Runway 05 cleared for takeoff, Japan Air 623. New Skies 3751, contact departure. Roger. All Nippon 293, contact departure. Roger, good morning. So, Schiffe. Ground, J-Ocean 21 ready to taxi. Tower, der ist mittlerweile auch schon hier irgendwo lang gefahren. Achso, das war das Schiff, was wir hier gesehen haben. Das war das Schiff, was von hier hinten gekommen ist.
Nett, nett. Okay. Ja, ihr müsst jetzt noch warten bis in ein paar Tagen. Dann wird es ein vernünftiges Gameplay-Video geben. Blenden wir nochmal alles aus und schauen wir mal einen Blick riskieren hier. Erstmal muss man den clearen, sonst können wir uns nicht bewegen hier. Also zusammenfassend, ein bisschen schade, dass es hier nur so eine kleine Stadt gibt und dass alles, was hier so liegt, ausschaut, als wäre es ein kleines Dorf und praktisch hier nur so eine kleine Insel und das war's. Dass wir hier nicht noch mehr sehen und insbesondere hier, wo man definitiv auf Land gucken muss, das finde ich auch ein bisschen schade. Ansonsten grafisch das, was man kennt, was den Flughafen anbelangt. Macht nicht so einen schlechten Eindruck. Was mir auf jeden Fall gefällt, dass es ein bisschen Abwechslung im Hintergrund gibt. Und man nicht einfach nur auf eine hässliche grüne Fläche starrt. Ja, der Flughafen sieht nicht aus, als wäre das typische Quadrat, was man von so manch anderen DLC kennt. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Real Color, auch nicht verkehrt. Ein Haufen neue Farben, die wir hier haben. Natürlich ein Haufen All Nippon Airways. Aber ansonsten wird es da doch noch einiges, was an Call Signs und Japan Air 253 requesting push and start. Liveries zu sehen oder zu entdecken gibt. Zu entdecken. Ich glaube, ich habe meinen Satz total verhaspelt hier. Man wird auf jeden Fall noch einiges sehen können, glaube ich. Aber da schauen wir mal in einem anderen Video drauf. Für den Moment soll es das gewesen sein. Und ja, Fragen, Anmerkungen, Anregungen. Vielleicht wisst ihr, wie die Prozeduren hier sind, wie, wo, wann gestartet wird, wie man am besten den Airport angeht. Vielleicht habt ihr den DLC selber und habt schon ein bisschen Spielerfahrung, könnt ein paar Tipps geben. Immer gerne her damit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein, zwei Wochen zu einem vernünftigen Gameplay-Video. Alles klar, bis dann!